Sicher. Oh, die schießen schon. Nein, ich bin nicht da. Schlüssel. Wirklich? Kann ich den nicht irgendwie eintreten? Ach. Hat hier irgendjemand einen Schlüssel für mich gehabt? Jetzt darf ich auf Schlüsselsuche gehen. Oh, verkackt uns. Wir sind doch nicht in Kingdom Hearts. Ich muss was sagen. Was soll ich Kingdom Hearts? Wenn ich Kingdom Hearts spiele, dann gehe ich auf Schlüsselsuche. Auf Schlüsselsuche. Ist der Schlüssel? Da liegt doch was. Ein Brief. Okay. War kein Schlüssel. Hallo? Wah! Hört auf mich zu schießen. Ich tue es auch nicht. Na gut, ich hab's getan, aber ich hatte einen guten Grund. Hallo, habt ihr einen Schlüssel für mich? Geld. Masken, lol. Warum Masken? Ach so, ja, stimmt doch, ich verstehe schon. Ein Brief schon wieder. Ein Megafon. Was zum Aktivieren? Steuerkontrolle. Oh, müssen die aktivieren. Ach, verstehe, dann geht hier irgendwas auf. Ich verstehe. Jetzt müssen wir doch dahin. Egal, dann mache ich so. Upp. Schnell ein Ding nehmen. Uah. Lass mich weg. Hilfe. Das war knapp. Okay, weiter. Weg. Ach, der hätte eins ausgespuckt, oder was? Nicht dein Ernst jetzt, oder? Der hätte jetzt nicht allen Ärztes auch eins ausgespuckt. Der hätte wahrscheinlich als ausgespucktes Teil da vorne. Hätte ich da gar nicht hin müssen. Egal, wir haben es mit Gefahr gemacht. Wir sind Profis und... BÄM! Okay. Was gehen jetzt ab? Ach so wären wir da hochgekommen ohne Jumpen. Aber wir haben es mit Jumpen geschafft. Verstehe. Ja. Sinnlos. Rico ist zwar back, aber das war sinnlos. Seht ihr? Da kommt er jetzt raus. Ich wusste es. Ich bin so ein Vollidiot. Dann fick ich die jetzt. Pass auf. Komm her. Hä? Was wollt ihr gegen die tun? Hä? Ja. Was willst du jetzt tun? Stinke mal. Okay, wir brauchen die aber gar nicht. Wir brauchen ja so einen komischen Schuh. Was? Es lebt noch? Nicht dein Ernst. Halt die Schnauze. Lass mich leben. Ich hab dir nichts getan. Das ist auch so ein Ding. Hallo. Achso, das hat eine Perle. Lol. Kann man die von vorne irgendwie umbringen? Wenn sie jetzt Maul aufmachen. Vielleicht ist da hinten ein Schlüssel. Das könnte sein. Weil... Das ergibt einen logischen Sinn irgendwie. Weil da hinten ist ja so Leuchteding. Dann jumpen wir mal kurz da. Hinter! Okay, es geht doch nicht. Zurück. Es treibt uns nämlich. Oh, hier sind Fische. Verdammte Scheiße. Zurück. Schlechte Idee. Okay. Knabber an dir. Ja, nein. Oh. Ich bin kein Knabber. Du bist zum Anbeißen. Ich will aber nicht. Nur du darfst mir anknabbern. Was ist das eigentlich für weißes Spermazeug jetzt mit ganzem Ernst? Nicht schon wieder. Nein! Halt die Fresse! Hey, ich hab ihn fertig gemacht. Was sagst du nun? Wie hast du es gemacht? Keine Ahnung, ich habe ihn drauf gejumpt und habe ihn in die Fresse gehauen. Vorhin hat das doch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie so das jetzt funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Und ich gehe jetzt doch nochmal hier hoch, weil irgendwas müssen wir vergessen haben, weil wir brauchen hier einen Schlüssel und ich bin anscheinend echt blind oder dumm. Ach, nein, da waren wir. Wir können da ja nicht drüber, ne? Oder können wir vielleicht aufs Dach? Geh doch unten lang. Warte mal, wir könnten vielleicht aufs Dach kommen. Das wäre noch eine Idee. Das wäre die Idee. Jawohl. Wir können doch hier drüber. Jawohl. Scheiße auf dem Schlüssel. Ich kletter hier drüber. Ich lass mich doch nicht verarschen. Klar. Ich suche jetzt den Schlüssel.
Siehst du, jetzt bin ich hier drüben. Du lebst noch. Dein Ernst? Stirb! Pissnacke. Ich sag ja immer alles schön draufhauen und töten. Weil die könnten ja noch leben. Ne, Kumpel? Ja. Was wolltest du eigentlich von mir? Grab mich bloß nicht an, Kumpel. Nächstes Mal hau ich dir noch eine Granate rein, bevor ich gehe. In den Popo. Nur Pinguine darf man nicht antatschen. Nur wenn Touchen erlaubt ist, weil sonst ist Touchen verboten. Ja? Kapisch? Schon wieder so einer. Na du? Oh. Bist du gestorben? Warum nur? Okay, wir sind jetzt in der Base. Anscheinend. Hier ist auch eine gestorben. Munition, das ist nett von dir, aber ich glaube, der ist tot. Da unten sind schon wieder so Kackviecher. Die kann ich eine Granate drauf werfen, weil ich eh gerade voll bin. Mal schauen, ob ich zielen kann. Nö, war daneben. Haha. Aber ich habe die Leiche getroffen. War auch ein Erfolg. Halt die Schnauze. Niemand hat gesagt, dass du es mal aufmachen darfst. Boom. So, wieder mal ein paar Granaten. Deswegen liegen hier so viele Granaten rum. Kein Wunder. Ich meine, wie willst du die sonst besiegen? Wenn es nicht mit dem Schwert geht. Ups, da ist noch Muni. Müssen wir da eh runter? Habe ich das eh gut gemacht? Und da liegt auch noch voll viel Zeug. Wir müssen auf jeden Fall da runter. Aber wir müssen darüber, sehe ich gerade. Da, ins andere Haus. Okay, wir gehen nochmal da runter. Hui! Das war ein automatischer Aufzug von mir. Funten! Nein, 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 nein. Hört auf mich anzu. Mach's Maul auf. Mach's Maul nochmal auf. Mach's Maul auf, komm. Mach's Maul auf. Mach's Maul auf. Ja, komm, mach's Maul auf. Ich bin hier. Was hast du gebracht? Ja klar, wenn ich vor ihnen stehe, machen sie es nicht Maul auf. Okay, wisst ihr was? Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich schmeiße jetzt da eine Granate hin. Ob ihr wollt oder nicht. Und hau ich drauf, dass ihr liegen bleibt erstmal. So, und jetzt viel Spaß. Bam! Auf Wiedersehen. Zwei neue Granaten. Ich brauche aber nur eine. Scheiße. Munition, super. Danke, Kumpel. Ich lasse mich doch nicht verarschen. Wer bin ich denn? Ich bin Rico! Ne? Wieso mal so eine Frage? Manche von euch haben gesagt, sie mögen es, dass ich diesen Spruch sage, dass Rico back ist und dass ich Rico bin und sowas. Steht ihr da wirklich drauf oder verarscht ihr mich jetzt mal ganz im Ernst? David, verarscht du mich? Nein. Steht ihr da wirklich alle so drauf? Jetzt mal ganz im Ernst, ohne Scheiß. Ja, manchmal. Also ich hab immer gedacht, ihr verarscht mich. Was erwartet uns jetzt? Sieht alles tot aus, aber ich traue dich jeder. Nicht. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Ah, okay, verstehe. Sind ja auch wieder so dumme Viecher. Stimmt. Nö, aber Ratten. Nö, aber Ratten. Da ist einer runtergejumpt. Ich komme mal zu dir rauf, okay? Hast nichts dagegen, oder? Und tschüss. Da oben ist auch einer. Komm ich denn da? Nee, scheiße. Dann jump ich da hinter erstmal. In die Schatten. Vielleicht jumpt der ja irgendwo hin. Dass ich ihn stechen kann. Bastard. Ich muss den auf jeden Fall kriegen, weil der nervt. Ich könnte was probieren. Ich mache Slow Mode. Jetzt habe ich keine SP mehr. Aua, nicht hinfallen. Jumpe da schnell rauf. Bam. Nein, scheiße. Scheiße, er hat mich gesehen. Und Slow Mode ist aus. Scheiße. Komm runter, komm. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast mich gesehen. Komm runter. Dein Ernst, du kommst hier nicht runter? Bist du zu inkompetent dafür oder willst du nicht? Ja, okay. Wenn du inkompetent bist, dann schieße ich dich auch. Ja, ich bin hier. Hallo. Schön, dass du mich mal bemerkt hast. Ja. Schön, dass du mich auch mal... Nee. Du bleibst schön liegen, Kumpel. Ach, du hast den Schlüssel für mich. Finde ich toll. Da ist der Schlüssel, den du gesucht hast. Nö, ist wahrscheinlich für was anderes. Der ist voll inkompetent, weißt du, sieht mich eh schon, aber... Weißt du? Scheiß drauf. Er war behindert. Definitiv. Okay, wir müssen da rein. Okay. Next round, bitches. Weiter geht's.
Ah, das war der Schlüssel für den Ding. Central Rural Show. Oh, das sind die Viecher, die ganzen Typen, die ich gerade abgemetzelt habe. Oh, ist so easy mit denen. Die sind ja Hungerhappen, Alter. Ich bin einfach zu pro. Müssen sich schon bessere Tricks einfallen lassen. Okay, wo sind wir hier? Was darf ich erwarten? Ist hier irgendjemand auf dem Dach? Will mich jemand überraschen? Ich stehe drauf. Finde einen Weg zu Downed Gebiet. Ja, haben wir geschafft. Und jetzt? Ich laufe einfach mal drüber. Ja. Ich höre jemanden. Ach, da hinten. Ich. Hallo, Rico's back. Wollte ich nur mal Bescheid sagen. Ihr habt meine Ausrüstung geklaut und ich fand das eigentlich nicht witzig. Wollte ich euch mal nur so gesagt haben. Und du hast mich gerade abgeschossen. Ich glaube, das finde ich auch nicht witzig. Mal so ganz unter uns gesagt. Finde ich gar nicht witzig. Ja, schieß nur weiter auf mich. Ich finde es nicht witzig. Junge. Finde ich gar nicht witzig. Rico hat auch Gefühle. Ist so. Echt mal. Da oben ist auch einer. Der ist gerade runtergekommen. Ja. Weißt du, ich habe dich nicht gesehen. Bastard. Was glaubst du, wie du bist? Schon wieder einer. Hä? Komm her. Kriegst auch nur einen aus dem Maul. Meine Leben ist zwar low, aber ich kriege alle mal down. Die Lappen können gar nichts. Noch einer? Will noch jemand aus dem Maul? Ja? Irgendwo? Ja? Kommt nur. Ich habe keine Angst vor euch. Ich reiß euch den Kopf ab. Seid Hungerhappen, Bastarde. Ich mach fertig. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da lang. Da ist ein Stuhl. Hey, Stuhl! Na, Rika? Ich will eigentlich nicht mit dir reden, weil ich habe echt einen miesen Tag. Ich habe lauter Penner getroffen, Zombies und irgendwelche teleporteten Spassen, die eigentlich nichts drauf haben mit ihren Teleports, außer, keine Ahnung, mit ein bisschen Pfeile schießen und so. Also, sorry Stuhl, aber ich zisch mal ab, ne? Alles klar, Rico. Peace. Peace, Bro. Peace out. Hello, everybody. Ich bin Rico. Darf ich Ihnen den Kopf abschneiden? Oh, von hinten, war ja klar. Was willst du? Hä? Oh. Wegteleportiert. Dein Ernst. Oder bist du verreckt? Nein, er ist verreckt. Gut. Wollte schon sagen. Teleportierst du dich jetzt echt feige weg und haust ab. Wollte schon sagen. Was bist denn du für eine feige linke Drecksau? Boah, wow, Pfeilmunition. Nice. Ein Brief. Den kann ich nicht mehr nehmen. Ich bin voll. Ach ja, warte mal. Ach, wir haben hier ja was. Da unten? Und da. Hey, wir haben was für dich. Das ist ein Stockwerk unter uns. Wenn Sie einen Auftrag haben, würden Sie zum Rotor müssen, kommen Sie zu mir. Ich besitze den Schlüssel, Daut. Aha, der Daut besitzt den Schlüssel, also der Obermacker. Das heißt, wir müssen den Obermacker töten, damit wir den Schlüssel hier unten kriegen. Das heißt, Köpfe werden wollen. Ach, halt die Schnauze. Ich habe nicht gesagt, dass du mit mir reden darfst. Was willst du, hä? Ja, da fliegt er, der Junge. Ach, bleib liegen. Komm, was willst du denn? Gar nix. So, ein bisschen heilen, weil ich sowieso so viel krieg. Hep. Na, ich mach mal eine Dance-Show hier. La, 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 ich bin ein Psycho, la, la, ein Bild. Ich hätte gedacht, das darf ich klauen, schade. Okay. Spaß beiseite, wir müssen weiter. Ups, da kommen wir nicht durch. Gut, dann nicht. Dann fickt euch. Hallo, darf ich jemanden den Kopf abreißen? Nö. Ach komm, David, du hast bestimmt Lust drauf, oder? Manchmal. Da oben muss ich hin. Hui! Ach, natürlich. Ach komm, Junge. Dein Ernst? Dein verkackter Ernst? Ach so, ich darf hier rein. Ich bin einfach zu blind, sorry Leute. Ich will immer den leichten Weg nehmen, weißt du, drüber springen und so. Hey, da ist einer. Hallo Kumpel, Headshot. Ach lol, was willst du denn? Kopf ab und weg mit dir. Jumpt da noch einer hinter mir, ich glaube, ich spinne. Aber die kommen immer hinter einen, merkst du was? Voll die Analritter. Ich glaube, die sind schwul. Allesamt ist voll schwule Clan und so. Ach ja, übrigens, in S4 haben wir Dark Pingus gegründet. Ihr könnt da gern eintreten.
Wir werden Clan-Matches auch machen, aber ich sage euch gleich, das ist nur ein Fun-Clan. Und jetzt gehen wir weiter, da vorne ist Down. Was, es ist unmöglich? Ich dachte immer, dass sie, dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Ja, ich bin stärker. Ich bin, ja, okay, ich bin für euch fremd, aber ich bin trotzdem stärker. Aber vielleicht wird er das. Bleiben Sie wachsam und töten Sie ihn, wenn Sie können. Okay, wenn Sie können. Ich würde sagen, ich komme zuvor, weil dann kann er mich nicht töten. Und dann mache ich es ganz einfach. Ich mache... Oh, Junge, verpiss dich. Ach, scheiße. Ich mach's jetzt einfach. Slow Mode. Netter Versuch. Komm. Was? Der blockt es? Der blockt es? Der kann das blocken, du Arschloch. Der kann das voll blocken. Warum kämpfen Sie? Aua, das sind voll viele. Die Männer, die Sie vergiftet und zurückgelassen haben. Was? Der ist stark. Der ist echt stark. Der ist ganz schlecht. Okay, ich geh mal schnell. Nein. Weg. Wir sind vom gleichen Schlag, Sie und ich. Boah, wie viele, Junge! Für andere. Ah, fick dich! Ich soll der Feind sein. Fuck you. Ich habe sie nie belogen. Hertha, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Ja, ich kämpfe nicht gegen Lady Boyle. Hey, der hat so Anziehungskraft. Ich glaube, ich spinne. Ich erschieße dich. Mein Blut wollen. Ah, Fuß reingeschossen. Was machst du? Nicht gegen Lady Boyle. Oh, was willst du denn? Verpiss dich, die Kaiserin beschützt haben. Oh, Junge, halt's Maul jetzt. Du gehst mir auf den Sack. Hertha, Sie kämpfen nicht gegen Lady Boyle. Ey, ihr schießt dich gleich, da. Sie wollen die Kaiserin beschützen. Der lebt ja immer noch. Halt doch mal die Schnauze. Junge, halt die Schnauze jetzt. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Junge, halt doch die Schnauze. Sie wollen die Kaiserin beschützt haben. Wo ist der jetzt schon wieder? Ja, klar. Lass mich doch mal Geld. Ja. Sie kämpfen nicht halt gegen Lady Boyle. Maul! Halt Maul, hab ich gesagt! Sie wollen die Kaiserin beschützt haben. Hertha! Hä? Was machst du jetzt, hä? Ich schlitz dich auf, Junge! Ich schlitz dich auf! Sie wollen die Kaiserin beschützt haben. Ich beschütze ihn und da schlitz und schlitz. Was nun, hä? Hä? Was? Wer ist noch hier? Immer noch einer. Oh. Ey Junge, halt's Maul und verpiss dich jetzt mal. Nein, du schießt jetzt nicht auf mich. Ich hab kein Leben mehr. Oh. Rico? Is back! Fick dich ins Knie! Arschloch! Mein Leben ist so im Arsch! Alter, ihr seid doch nicht ganz sauber, ihr scheiß Spasten. Was war das für ein Psychopath? Der war ja anderweitig OP. Junge! Ich hab... Wie viel Tränke habe ich eigentlich jetzt noch? Ich habe alles fast verbraten, damit ich nicht verrecke. Der war ja mal anderweitig OP, der Penner. Und wo ist der überhaupt verreckt? Ich will meine Beute an den. Sag mir bloß, der hat's überlebt. Dado Schlüssel. Nein, nein, der ist verreckt. Nein, dahinter. Daud. Der ist geflüchtet. What the fuck? Was ist das für ein kranker Penner? Das war mal anderweitig krasse Idiot. Wir wollten den auch töten. Oh, die haben viele Tötungsopfer, wie es ausschaut. Oh, nach mir haben sie auch gesucht. Mhm, okay. Die wollten viele ausschalten. Ich bin auch einer davon. Aber mit mir haben sie sich mit dem Falsch angelegt. Der ist zwar OP, aber der war auch nur so OP, weil er so viele Leute um sich rum hatte, der kleine Homophobe-Idiot. Ich meine, hallo, hast du es mal gesehen, was da Leute kamen? Und dann will der aufmucken mit seinen Superkräften. Schwör. Vollidiot. Eine Schatzkiste da und irgendein Brief. Cash. Klauen wir ihn. Wir klauen wir ihn. Hat er verdient? Hat er verdient? Lauter Bücher. Ich will ihn nicht lesen. Ich habe die Schnauze voll. Ich hau den Fresse ein. Was bringt dir überhaupt das ganze Geld immer? Der ist da unten hingeflüchtet, tatsächlich. Der ist abgehauen. Tatsächlich, lol, ich habe gedacht, der ist tot. Ich meine, ich habe ihn ja total zu Sau zerfetzt. Ich meine, ich habe richtig zugeschnetzelt. Hast du ja gesehen? Ja. Der ist abgehauen. So ein feiger Hund. Naja, egal, wir haben die Schlüssel. Und unten geht's rein. Und das tun wir jetzt auch.
wir werden da reingehen. War hier nicht auch noch so ein Trank? Nee, aber Pfeile waren hier. Ah, Giftpfeile. Kann ich nicht benutzen. Kann ich schon, aber ja. Nächstes Mal stimme ich vielleicht nicht so rein und gehe von hinten lieber hin und steche ihn irgendwie. Eiskalt. Da geht's irgendwie runter. Das wäre jetzt nicht so der perfekte Weg. Ich glaube, ich gehe lieber da lang. Da hinten ist der Daut. Da ist so ein Teleportloch. Sehe ich das richtig? Teleportloch. Kein Scherz jetzt. Teleportloch. Ich glaube, ich habe mir das nicht eingebildet. Ich glaube, der kann irgendwie durch Zeiten fliegen. Ich glaube, der hat extrem krankere Kräfte, als ich dachte. Nein, da hinten ist er. Aber da ist auch irgendein Gasleck oder so. Der liegt da. Tunneleingang. Okay, wir gehen erstmal zu Daut. Der soll verrecken, der Arsch. Das hat er verdient. Und das hast du verdient, Junge. Weg mit dir. So. Hast du verdient, Penner. Den Kampf habe ich eindeutig gewonnen. Rico ist eindeutig back und der Beste. Ich vernichte alle, jeden und jeden, der mir in die Quere kommt. Mach sie alle fertig. Eiskalt. So, wir müssen hier lang. In den Tunnel. Tunnel, wir kommen. Achso, wir müssen wieder ganz runter. Ist nicht Hakan. Ah, da ist die Rune. Und ein Rezept zum Bauen, aber wir können ja nichts mehr bauen, weil meine Freunde meine Feinde wurden und ich habe keine Freunde mehr. Wer sollen wir jetzt noch was bauen? Erklärung. Naja, mal abwarten. Vielleicht kriegen wir neue Freunde, was ich bezweifle irgendwie, aber okay, mal schauen. Tunnel zum Tor gehen. Ladebildschirm. Mal schauen. Wir waren aber ziemlich schnell, glaube ich, mit der Map diesmal. Geht wir, glaube ich, nehmen schon. Aber ich glaube, ihre Freunde werden jetzt nicht so erfreut sein, dass wir den umgebracht haben. Ja. Was? Kutschor Tor. Ich glaube, die werden jetzt nicht so erfreut sein, natürlich. Ich meine, wir haben ihren Boss umgebracht. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt sagen, hey, jetzt bist du unser Boss, weil du der Obermacke bist. Du hast ihn voll fertig gemacht, aber ich bezweifle das einfach mal ganz stark. Da fährt eine Bahn. Sind wir jetzt wieder ein Hauptquartier? In der Stadt? Was? Die haben da gerade Leichen runtergeworfen. What the fuck? Was geht denn hier ab? Du brauchst den nicht retten, Junge. Das war ein Zombie. Ich habe dir gerade dein Leben gerettet, indem ich dich umgebracht habe. Kannst mir nachher danken im Jenseits, was ich immer sterben sollte. So, wo müssen wir hin? Dahinter. Da müssen wir da drüber. Also gehen wir wahrscheinlich wieder außen rum. Bleibt bei uns meist nie was anderes. So. Der wollte gerade einen Zombie retten. Ein Mensch. Ich kann diese Warterei nicht mehr ertragen. Die Seuchenkarren kommen jetzt alle paar Minuten. Ach, der wartet auf mich. Aufspringen und damit wegfahren. Du bist aufspringen und wegfahren. Und was ist mit der Und was ist, wenn ich dich einfach umbringe? Niemand fährt weg. Ich bringe dich einfach um. Halt die Schnauze. Ich habe niemandem gesagt, dass er wegfahren darf. Und da ist ein Schlüssel, den wir bekommen haben. Oh, nice, nice. Netter Vorrat an Munition und Cash, muss ich schon sagen. Ein explosives Fass, das nehme ich mir auch noch mit. Nice, nice. Gefällt mir, Leute. Ihr habt einen guten Bunker angesetzt für mich. Nett, dass ihr das für mich gemacht habt. Hätte echt nicht sein müssen, so ein kleines Präsent, aber danke. War nice. Sehr nice. So, wen darf ich das auf den Kopf werfen? Ach, das sind wieder so welche Laufdinger. Hier, fang mal, Kumpel. Ich hab was für dich. Hast du gesehen? Naja, nee, nicht gesehen, aber er hat irgendwas Schaden genommen. Du willst Milde leiten lassen. Weißt du was? Ich hau dir den Kopf ab, bevor du überhaupt was sagen kannst. Was heißt denn davon? Aha. Du willst mich bestrafen. Was heißt davon, wenn ich einfach mal da runterjump? Und aufs Maul. Oh, der ist gut. Der ist gut. Halt's Maul. Und tschüss. Ach, die wollen auch kämpfen, die Robo. Können sie haben. Aber die, gegen die mache ich was anderes. So. Komm mal her. Erstmal dich runterholen. Chavams. Du bist Nummer 1. Auf Wiedersehen. Nummer 2. Na komm. Ja, Junge,
und Nummer 2. Jawohl. Und die Nummer 3. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Und du wirst auch nochmal sterben. Kannst du haben. Na, halt. Stirb verdammt! Ich sage, dass du stirbst. Was ist denn davon? So, das waren die ganzen Gegner. Wahnsinn, die waren ja echt OP. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Ich habe volle Muni. Nice, nice. Also das war meine Armee, die alles aufhalten können, hätte können, nur mich nicht. Zum Tor. Ja, gut. Aber komme ich da einfach so durch? Ich würde jetzt einfach mal sagen, nein. Das wird uns wahrscheinlich nicht so leicht gelingen. Weil der Elektrozahn wahrscheinlich sind unseren Scheißdreck wieder. Deswegen gehen wir doch mal hier durch. Ich wette, hier sind auch noch Runen und so. Aber ich will da jetzt doch nicht schauen, weil wir haben eigentlich alles. Wir sind OP, oder nicht? Ja. Und ich will hier durch werden durch dieses Spiel. Ich rush da jetzt durch. Das ist mir so scheißegal. Ich bin so OP, schlag jeden Zahn. So, wir haben alles eingesammelt eigentlich. Ich schau doch nochmal. Fast doch eine Rune. Eine Rune ist schon eine Sache. Da hinten. Okay, eine Rune und ein Knochen. Also die Rune will ich doch vielleicht. Die Runen sind schon cool. Verdammt, ich bin runtergefallen, oder? Nein. Lol. Da. Okay, da komme ich hin. Ist kein Problem. Erstmal muss ich auf dieses... Ah, scheiße, es hat Elektrizität. Oh, ich bin tot. Das habe ich nicht gewusst. Das ist elektrisch gestatisch geladen. Das wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, das ist oberhalb geladen, nicht an dem Ding. Letzter Speicherpunkt. Mal schauen, ob wir die jetzt wieder töten müssen. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, es bleibt uns erspart. Nein, wir müssen die wieder töten. Hier, Fangkuppel. Oh. Wenn du dich zeigst, werde ich milde walten lassen. Okay, dann töten wir sie halt nochmal. Aber diesmal mache ich es irgendwie getarnter. Diesmal komme ich nicht von oben. Ja, ja, du hast mich angeblich gesehen. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Weißt du was? Ich zeig mich sogar. Hier bin ich. Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Hast du mich gesehen? Ja? Hast du mich gesehen, Kleiner? Hast du mich gesehen? Oh, bam, Junge. Aus Maul. Ach, was willst du denn? Und tschüss. Au. Ja, 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 ich hab schon kapiert, ich jump schon weg. Okay, 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 chillt, Kumpel. Ich mach das anders mit euch. Ich kann auch schießen, nur so zur Info. Ach, scheiße, die sind stärker mit den Kanonen. Aber da ist einer. Den kann ich ja schießen. Gegen den habe ich keine Probleme. Aber ich brauche mal ein bisschen Muni. Ey, könnt doch nicht einfach als Kandidat schießen. Was fällt euch ein? Was seid ihr denn für Arschlöcher? Ich zeig euch mal was. Hier. Für Slow Life. Und auf Wiedersehen. Nette Geschichte hatten wir mit dir. Und du bist der Nächste. Auf Wiedersehen. Zack. Und Tschüssikowski. Das war's mit euch. So, und jetzt lasst mich mal in Ruhe aufsammeln. Spasten. Geht auf den Sack. Das sind die einzigsten nervigen, weil die muss man halt hochjumpen. Und wenn man nicht trifft, genau dann fällt man halt. Kann passieren. Okay, wir haben also irgendwie einen komplizierten Weg da. Wir müssen die Elektro-Dinger doch irgendwie ausschalten, sonst haben wir dann ein Problem. Weil wenn die nicht aus sind, können wir nicht da durch. Yep. Sehe ich richtig. Kann man die irgendwie... Da oben, mit Schalter. Der wird doch nicht so leicht zum Stoppen sein, oder? Tatsächlich! Wieso kann ich... Achso, jetzt... Ich komme da vielleicht durch mit Slowness vielleicht höchst vielleicht es ist riskant und durchjumpen. Nee. Die sind zu schnell, die Elektrogeräte, die Sensoren erwischen mich sofort. Ich muss das abschalten, sonst sterbe ich. Das bringt mir alles nichts. Okay, ich probiere es noch einmal und dann mache ich eine Cut, weil irgendwo geht's mir auch auf den Sack. Okay, Bombe werfen. Und wir nehmen schon über eine Stunde, glaube ich, auch. Und tschüss. Erstes down. Ach, hör auf mich zu schießen. Habe ich gesagt, dass du das darfst? Nein! Small. So,
Wo ist der andere Typi? Der so coole Sprüche gelassen hat. Ha? Ja? Ha? Was ha? Hä? Was ha? Was ha? Hä? Lachst du immer noch so blöd? Hä? Lachst du immer noch so blöd? Ja? Lachst du immer noch so blöd jetzt? Mich lacht man nicht aus, ich bin Rico! Junge, was fällt dir ein? Ach süß, genau vorm Fenster, das finde ich aber romantisch. Willst du ein Fensterkabinett mit mir führen? Ach, du gehst mir auf den Sack da hinten, ich töte dich zuerst. Und tschüss! Nummer 1. Jetzt zu dir! Die habe ich eh schon eine reingehauen, also du wirst eh kein leichtes Opfer mehr. Alter, du gehst mir auf den Sack. Und tschüss! Ja, die Säge. Das war's. Gut. So, das wär's. So, wir haben jetzt nur die Möglichkeit, den Strom abzustellen. Und den Strom müssen wir irgendwo hier irgendwie abstellen können. Da geht zwar das Tor auf, aber wir müssen es abstellen, wie gesagt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dahinter und die Bahn abschalten. Zum Anfang. Wann wolltest du jetzt cutten? Ich wollte jetzt dann gleich cutten. Wahrscheinlich dahinter müssen wir. Gehe ich mal davon aus. Und da hinten müsste eigentlich was zum Ausschalten sein vielleicht. Könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Ist nur eine Theorie. Oder auch nicht. Ich bin mir da jetzt selbst umstimmig. Ich stamm nochmal runter. Wir haben eigentlich nicht viele... Da kann man was reintun. Um den Lichtschalter zu machen. Ach, wisst ihr was? Ich bin ein Idiot. Eigentlich bin ich ein richtiger Vollidiot. Wieso verfolge ich nicht einfach dieses scheiß Kabel? Da sind ja immer so komische Kabel. Wartet doch mal. Was haben wir denn da? Da sind so Elektrodinger. Da geht er ja schon auf. Wir müssen nur einmal einbiegen. Mann, bin ich helle. Ich will natürlich gleich durch, mit Kopf durch die Wand. Und dabei. Es ist hier. Nix Alarm, Alarm abstellen bitte. Hier, das Maulalarm. So, Alarm ist abgestellt. Und wir gehen jetzt hier rauf, weil wir können anscheinend nur oben drüber. Und da ist das Elektroseil, wie ich gesagt habe. Es gibt nur einen Weg. Oh, nicht auf die Elektrobahn, sonst sterben wir wieder. Okay, okay, okay. Chillen, chillen, mit Gedanken vorgehen. Hier, jawohl, Nummer 1. Das macht die Bahn nicht aus, aber ich glaube, es hat das hier, ja, es hat das obere deaktiviert und das untere wahrscheinlich. Und hier kommt die Bahn. Die Bahn macht mobil. Ich will sagen, wir können eigentlich nur einmal da runter jumpen, aber das bringt uns auch nichts, weil da vorne dann wieder so ein Elektrozaun ist. Deswegen jump ich einfach mal hier rüber. Hat funktioniert. Nice. Ach, da steht ja einer. Hallöchen. Ich habe gehört, du wolltest sterben. Eiskalt, zack, auf Wiedersehen. So, das wäre der. Hier ist eine Tür. Ah, wir sind richtig. Jawohl, ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich gehe jetzt hier durch. Und dann machen wir Cut, weil wir kommen zur nächsten Station. Zombies? Ich hasse Zombies. Aber okay. Zombies sind schöner als diese komischen Roboter. Okay, dann heißt es wie immer, ich bin euer Rico. Rico ist immer back. Und danke, David, fürs Mitmachen, ne? Du bist sexy. Jo. Du bist einfach das sexy. So sexy. Ich will deine Nippel sofort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wie heißt Dishonored, die Maske des Zorns. Und wir ficken jeden. Definitiv. Haut rein. Haut rein.